Nach 8 Stunden ist sie also vorbei, die Mitgliederversammlung des VfB Stuttgart. Die letzte Schlacht ist geschlagen, die letzten Worte sind gefällt. Im Hintergrund seht ihr noch die Bühne, da werden noch die letzten Gespräche geführt, die letzten Fotos gemacht. Das Ergebnis des Tages, keine Frage, ist, Klaus Vogt ist nicht mehr länger Präsident des VfB Stuttgart. Er wurde heute abgewählt von den Mitgliedern und zwar mit deutlicher Mehrheit. 86% haben ihm das Vertrauen entzogen und ihn mit einem klaren Ergebnis aus dem Amt gewählt. So deutlich war das nicht zu erwarten. 75% wären erforderlich gewesen. Am Ende wurden es sogar deutlich mehr. Man kann sagen, eine glatte rote Karte für den VfB-Präsidenten, der sich nach Meinung der Mitglieder und Fans des VfB Stuttgart zu viel zu Schulden hat kommen lassen in der Vergangenheit. Vor allem die Rückgabe des Aussichtsratspostens, Postens als Aufsichtsratsvorsitzender im Zuge des Einstiegs von Investor Porsche. Da wurde ihm eben zum Vorwurf gemacht, dass er den Verein ein Stück weit verraten und verkauft hat und damit auch die Mitgliederrechte. Und das haben ihm eben die anwesenden Mitglieder hier heute bei der Versammlung, etwa 2400, übel genommen und ihm somit das Vertrauen entzogen. Mit Klaus Vogt aus dem Amt gespült wurde auch der Vizepräsident Rainer Adrion, der von sich aus gesagt hatte, im Vorfeld schon bei mehr als 50% Ablehnung werde er sein Amt zur Verfügung stellen. So kam es dann auch. Er wurde mit 70% abgestraft. Das hat zwar nicht diese 75% Mehrheit letztlich bedeutet, aber wie gesagt, die Vertrauensfrage hatte er gestellt und somit von sich aus dann den Rückzug angetreten. Die Frage, die sich daran anschließt, ist natürlich, wie geht es nun weiter ohne Präsidenten? Dazu wird der Vereinsbeirat in der kommenden Woche zusammenkommen und einen Interimskandidaten bestellen. Im Gespräch ist ein alter Bekannter, Erwin Staudt, der schon mal Präsident hier war von 2003 bis 2011. Sein Name wird heiß gehandelt, er ist eine Möglichkeit. Wie gesagt, da wird sich sicherlich in den kommenden Tagen noch einiges tun. Er wäre ein möglicher Kandidat für das Präsidium, das aus 2 Personen erstmal bestehen soll. Die 2. Person wurde eben gerade ganz zum Schluss der Versammlung gewählt. Die Wahl fiel da auf den Andreas Krupp, der sich ganz knapp gegen seinen Mitbewerber Bertram Suk durchgesetzt hat. Kurzum, es gibt ein Interimspräsidium, das sich konstituieren soll in den kommenden Tagen und daraus eben einen Präsidenten bestellen wird. Wer das sein wird, warten wir es ab. Es gab viele Themen auf dieser Versammlung. Der zweitwichtigste war die Wahl bzw. die Gründung eines Wahlausschusses. Dazu musste die Satzung geändert werden. Ein aufwendiger Prozess. Hintergrund: Bislang war es so, dass Vereinsbeirat und Präsidium relativ eng miteinander verflochten waren. Das eine Gremium konnte Kandidaten für das andere auswählen oder vorbestimmen, umgekehrt genauso, weshalb in der Vergangenheit immer die Zirkelbezüge hier im Raum standen beim VfB Stuttgart. Mit anderen Worten, es war ein großes Abhängigkeitsverhältnis. Man kann auch sagen, eine gewisse Vetternwirtschaft, wenn man es böse meint. Jedenfalls gab es schon lange eine Initiative, das zu ändern und eben einen Wahlausschuss einzuführen, der mehr Unabhängigkeit verspricht. So kam es dann auch. Mit relativ deutlicher Mehrheit wurde die Satzung zunächst geändert und sich eben für dieses Gremium ausgesprochen. Dabei standen wiederum, es ist kompliziert, 2 verschiedene Varianten zur Wahl. Am Ende haben die Mitglieder sich für Variante 2 entschieden, die eben die Vollversion dieses Wahlausschusses beinhaltet, der künftig eben nicht nur die Kandidaten für den Vereinsbeirat, sondern eben auch fürs Präsidium bestimmen soll. Da wurden von 44 Kandidaten letztlich 9 ausgewählt. Darunter waren auch 2 Vertreter der Ultragruppierungen Kommando Cannstatt und Schwabensturm. Was insoweit ein Stück weit bemerkenswert ist, dass eben die Ultras, wenn man so möchte, nun auch erstmals eine gewisse Einflussnahme hier in der Vereinspolitik haben werden. Es ging viel um Zahlen an diesem Nachmittag in der Porsche Arena. Es wurde viel abgestimmt, viele Ergebnisse und ein paar Zahlen hat auch der Vorstandsvorsitzende der Fußball AG, der Alexander Wehrle, präsentiert. Da ging es vor allem um Geschäftszahlen und wirtschaftliche Kennzahlen und die waren zum ersten Mal seit langer Zeit wieder positiv, nämlich erfolgreich. Zum ersten Mal seit vielen Jahren hat der VfB, also die VfB AG, wieder einen kleinen Gewinn erwirtschaftet in Höhe von 700.000 Euro für das Geschäftsjahr 2023.
Somit konnte der Alexander Wehrle eine positive Nachricht den Mitgliedern übermitteln. Die Corona-Kredite sind getilgt, auch der Hauptverein hat gut gewirtschaftet. Der VfB steht also insgesamt wirtschaftlich gut da. Das hat bei all diesen vereinspolitischen Turbulenzen dann doch noch einen positiven Ausblick auch auf die Zukunft. Ganz nebenbei hat dann der Vorstandschef Alexander Wehrle noch für einen kleinen Knaller gesorgt, als er am Ende der Aussprache angekündigt hat, den Vertrag mit Haupt- und Trikotsponsor Winamax vorzeitig aufzukündigen, nämlich bereits im kommenden Jahr und damit ein Jahr früher als ursprünglich gedacht bzw. die Vertragslaufzeit gegangen wäre. Das kam relativ überraschend und war eine Folge der vielfach geäußerten Kritik von Seiten der Fans und auch von Seiten des Investors Porsche, der nie damit einverstanden war, dass eben das Logo dieses Wettanbieters auf der Trikotbrust des VfB prangt. Jetzt zieht der VfB bzw. Wehrle einen Schlussstrich. Vorzeitig kündigt das Vertragsverhältnis auf und hat damit sicherlich den Applaus von Seiten der Fans sich eingeholt und auch Porsche wird damit glücklich sein. Wie es weitergeht und wie Winamax darauf reagiert, werden auch die kommenden Tage zeigen. Wehrle hat versprochen, dass er ein paar Kandidaten schon im Blick hat, die aus der Region kommen sollen und die vielleicht dann ab der übernächsten Saison das Trikot des VfB zieren könnten.